Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Monstrum und dieses Mal wieder mit einer weiteren Challenge und zwar Challenge von, ich habe es mir aufgeschrieben, The Fail HD LOL und zwar die Einhand-Challenge. Ihr seht es nämlich schon, genau, meine Steuerung ist ein bisschen anders und da steht jetzt Press Return to Open the Door anstatt F, weil ich musste natürlich einige Kompromisse eingehen, denn mit einer Hand und ich weiß nicht genau, ob ihr das wisst, aber ich habe halt ein Mikrofon hier sozusagen vor meiner ich habe halt ein Mikro mit einem Mikrofonarm bzw. einem Ständer hier vor mir und der ist halt ein bisschen im Weg. Das heißt sozusagen, ich musste meine Controls ein wenig umlegen, das kann ich nochmal kurz zeigen. Options, Controls. Und zwar habe ich mir halt also vor, zurück, links und rechts auf die Pfeiltasten gelegt. Sprinten habe ich aufs rechte Shift gelegt und interagieren, also sozusagen F, habe ich auf Return, also auf die Enter-Taste gelegt. Sozusagen ein paar Kompromisse muss ich halt eingehen, weil ansonsten, ja, komme ich hier nicht weit. Beziehungsweise ich werde auch so nicht weit kommen, weil die Steuerung ziemlich krass ist. Und ja, ich kann halt nicht wirklich schnell rennen, ne? Ich denke mal nicht, dass diese Challenge was wird, weil ihr seht schon, ich bin übelst langsam. So, das schaffe ich und, nein, so. Ja, wie gesagt, ich muss mich nochmal bedanken für all eure Einsendungen. Es ist ja echt krass, wie viele Leute da jetzt irgendwelche Challenges geworfen haben, beziehungsweise geschrieben haben. Wie gesagt, muss ich mich einfach nochmal bedanken. Hätte ich echt nicht damit gerechnet, dass so viele Leute da mitmachen und Challenges, wie gesagt, sagen und mir Tipps geben. Und ja, wie gesagt, deswegen kommt jetzt hier diese Challenge. Danke, The Fail HD. Diese Challenge wird echt super einfach, ja. Ich sehe schon, oh Gott. Ja, wie gesagt, ich denke mal, ich werde vielleicht hier in dieser Folge mal ein bisschen was schneiden, es sei denn, ich werde jetzt gleich instant getötet. Weil, wie gesagt, ihr seht halt schon, die Challenge ist halt übelst schwer, ne? So. Ich glaube, hier kann ich aber auch einfach so gehen. Ja, wie man sieht, ich bin relativ langsam, aber das ist halt die Schwierigkeit an dieser Challenge. Deswegen, ich glaube, egal welches Monster ich jetzt habe, ich werde nicht überleben bei einer Hand. Ich spiele halt gerade mit der rechten Hand. Das ist sozusagen immer noch meine beste Hand. Mit der kann ich halt die Maus am besten steuern. Aber ihr seht's ja, ich habe eigentlich keine Chance. Das ist wirklich die härteste Challenge. Da ist die dauerhaft Radio-Challenge wirklich ein Witz dagegen. Also, danke für die Einsendung, The Fail HD. Ich weiß nicht genau, ob ich... Ja, ich weiß nicht. Ich versuche es wahrscheinlich ein paar Runden einfach mal. Oh Gott. Ich bin jetzt schon tot. Verdammt, okay. Mal sehen, ob ich das jetzt schnell genug drehen kann. Oh Gott. Das schaffe ich niemals, ey. Ach du meine Güte, ist er schon da? Noch nicht da. Oh mein Gott, hä? Das schaffe ich nie im Leben. Niemals. Alter. So, ich hoffe mal, der ist da nicht. Holy shit, ja. Ihr seht schon, ich habe keine Chance, erst recht nicht bei Big Daddy. Big Daddy ist ja sozusagen der schnellste Charakter, den es hier in Monstrum gibt und das wird nichts. Das wird nie im Leben was, also, ich probiere es gerne, das ist kein Problem. Aber wie gesagt, ich habe eigentlich, keine Hoffnung für dieses Game. Also für diese Runde jetzt hier. So, und wie gesagt, ich finde es echt schön, dass so viele Leute was geschrieben haben mit den Challenges und so weiter. Ich werde diese Challenges sozusagen nacheinander abarbeiten. Sozusagen die Challenges, die halt früher eingereicht worden sind, die werden dann halt früher kommen, höchstwahrscheinlich. Also sozusagen nach der Reihe. Ach komm. Ich weiß nicht, wenn hier... Na komm hier, ich mach mal kurz zu. Dann kann ich mal ein bisschen reden, während Big Daddy hier wahrscheinlich gerade den Gang entlang läuft. Wie gesagt, diese ganzen Challenges, ich werde natürlich alle probieren. Ich werde keine sozusagen bevorzugen, sondern ich werde sie einfach alle nacheinander probieren. Und... Ja, wir sehen halt, welche Challenges dann funktionieren und welche nicht. Die hier zum Beispiel funktioniert eher weniger.
Ja, hätte ich jetzt zum Beispiel einen Kumpel hier oder so, wäre das natürlich was anderes, wenn einer sozusagen also der eine macht zum Beispiel die Maus, der andere die Tastatur. Aber so, es ist halt, ich kann halt nichts machen alleine, ne? Ich probier's mal. Oh Gott, oh Gott. Alter, ey, ich hab sowas von keine Chance. Meine Güte, ey, warte, ich möchte mal kurz gucken hier. Wo ist er denn? Da ist er rausgekommen aus der Tür, okay. Das heißt, ich gehe nochmal zur U-Boot-Ebene sozusagen. Oh nein. Hier ist er auch rausgekommen, okay. Na gut. Ja, und wie gesagt, dann probiere ich da mal mein Glück. Aber ich hab halt eigentlich keine Hoffnung. Gott, so, hier, ich stelle mich mal so hin, dann kann ich hier nämlich direkt, naja, mehr oder weniger direkt losrennen und ja. Wie gesagt, es ist halt auch etwas ungewohnt für mich, wenn ich hier sozusagen so entlang schleiche. Das war übrigens auch eine Challenge, eine Schleich-Challenge, die ich halt gelesen habe. Kann ich gerne auch machen. Wird dann halt extrem lange dauern, ne? Weil bei so einer Schleich-Challenge ist halt so, wenn man dauerhaft schleichen muss, beziehungsweise soll, dann darf man natürlich auch sich nicht von dem Monster sehen lassen. Das heißt, man muss dann extrem vorsichtig sein. Weil wenn das Monster einen halt einmal entdeckt, dann bist du halt am Arsch, weil du darfst halt nur schleichen, ne? Und ja, mit Schleichen kommst du halt nicht weg vor Monstern. So, ich mach mal hier auf. Nehmen wir mal hier einen Glowstick. Und weiter geht's. So, nochmal eine Etage runter. Hier dürften vielleicht nochmal ein paar Räumchen sein. So, ich gehe mal direkt hier hin. Da ist ein Raum, sehr schön. Na, ist ein Power-Locked Room. Was haben wir denn hier? Den Bolzenschneider, na gut. So. Nein, komm. So, geht doch. Ja, man sieht schon. Ich kann echt nicht viel machen. Es tut mir leid. Aber ja, wie gesagt, diese Challenge ist halt eine der härtesten. Und ja. Mal sehen, wie lange ich überlebe. So, haben wir hier irgendwas? Scheint nicht der Fall zu sein. Das ist natürlich aber auch wieder typisch, ne? Ich bekomme natürlich nicht starke, so eine harte Challenge. Und bekomme ein Terrain, wo einfach nichts spawnt. So, hallo? Bitte kein Big Daddy, danke. Alter, ja, hier, ich kann nichts machen, ey. So. Alles klar, jetzt sind wir hier beim U-Boot. Ich höre ihn. Ich höre ihn. Alter, ey. Ja, wenn er mich findet, dann bin ich eigentlich am Arsch. Aber jetzt habe ich hier so eine kleine Chance. Das Problem ist halt, ich muss halt wieder hoch, ne? Und ihr wisst ja, wie langsam ich mich sozusagen drehe mit einer Hand. Ach du meine Güte. Ich lock ihn, glaube ich, hierher und dann renne ich. So, Big Daddy, komm her. Oh Gott. Big Daddy, komm her. Er ist halt in der Nähe. Das ist halt einfach so. Und ja, ich muss jetzt halt einfach gucken, dass ich ihn hierher locke. Dann kommt er hier hin, hoffentlich. Und dann kann ich da hoffentlich fliehen und wieder nach oben. Ja. Hab dann hoffentlich genug Zeit, während er hier dreht und dann hier entlang läuft. Ja, wie gesagt, muss ich einfach mal schauen. Wenn er dann mal kommt. Ich kenne halt normalerweise mein Glück, dass wenn ich jetzt sozusagen dahin gehe, dass er dann kommt. Hallo, Big Daddy. Ich hoffe mal, das war jetzt lang genug. Oh Gott, ey. Das schaffe ich doch nie im Leben. Ich muss, glaube ich, hier entlang rennen, sonst. Ah, nein. Nein, 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 nein. Oh Gott, das schaffe ich nie im Leben. Komm, 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 renn. Ich hab's geschafft, ja, komm, schnell. Alter, Treppen sind ja wirklich mein Untergang. Treppen sind hundertprozentig mein Untergang. Also, ich sehe das jetzt schon. Kann mich ja hier nicht richtig bewegen.
Erst recht das Geilste, ich mache ja schon so schnell wie ich kann hier, ne? Aber es ist halt einfach eine harte Nuss. Es ist eine sehr, sehr harte Nuss. So, wieder richtig hin. Hin. So. Und weiter geht's. Alter, diese Challenge, ne? So, und in die Richtung. Ich gehe einfach mal auf der anderen Seite entlang. Ja, keine Ahnung. Da muss ich mich nicht so häufig drehen. So. Ach ja, okay. Das Geilste ist halt, egal welches Monster ich jetzt hätte, ich habe einfach keine Chance, weil selbst Facehack ist in der Situation einfach zu schnell, weil ich kann mich halt nicht wirklich drehen. Beziehungsweise, ja, ich kann mich nicht drehen. Fertig. Das geht halt einfach nicht. Die Frage ist jetzt halt auch zum Beispiel bei Kameras, wie kann ich da reagieren? Beziehungsweise, wie reagiere ich da? Weil normalerweise muss man ja schnell sein bei Kameras, muss ich dann halt auch drehen. Das kann ich ja jetzt nicht. So, hier ist nichts. Ah, oh, so, mal aufmachen. Hier mal aufmachen. So, haben wir hier irgendwas? Bitte. Mann. Doch, da. Na ja, Uhr. Na, komm. So, und los geht's. So, hier müsste ich springen. Na toll. Hat ja gut geklappt. So, da ist eine Kamera. Dann gehe ich mal hier entlang. Oh, ich weiß nicht. Schaffe ich das Springen, wenn ich hier hochgehe? Ich gehe einfach mal hier hoch und probiere es dann mal aus. Vielleicht habe ich dann ein bisschen mehr Zeit vor Big Daddy. Ach Gott, ey, diese Challenge. Meine Güte. So, mal hier raus. Mal gucken, was es hier gibt. So, Benzinkanister. Da sind U-Boot-Batterien, U-Boot-Lichter. So. Dann ziehe ich mal hier das Boot hin, das Rettungsboot. So, und jetzt muss ich mal gucken. Ist Big Daddy denn schon da? Nein, ist er nicht. Okay. Ja. Ich habe keine Chance. So. Mal auf der Brücke gucken. Vielleicht haben wir hier noch irgendwelche Items. Ich meine, eigentlich das Einfachste jetzt so wäre halt eigentlich der Helikopter, glaube ich, oder? Ja, nee, auch nicht, weil ich keine Schlüssel habe. So. Kamera ist da, okay. Das heißt, hier in den Raum kann ich reingehen. So. Na, hier haben wir aber nichts. Das Problem ist halt, eigentlich müsste ich diese kleinen Dinger aufmachen, weil da kann der Schlüssel ja auch drin sein. Nein. Aber das schaffe ich ja nicht. Das schaffe ich einfach nicht. So, jetzt rückwärts gehen. Mein Lieblingsgang. So, und hier mal raus. Ich schaffe das nicht, niemals. Alter, das geht einfach nicht. Egal, was ich halt mache, ich werde es nicht packen. So, hier, den Benzinkanister wollte ich nochmal mitnehmen. Verdammt, kann ich gar nicht. Da mache ich es mal so. Dann logge ich Big Daddy mal hier hin. Aber ich weiß nicht, packe ich das hier? Und da unten hätte ich auch noch die Tür, das ginge, ne? Oh Gott. Das Problem ist halt egal, wo ich hingehe, ne? Ich habe einfach keine Chance. Ah. Egal. Ich glaube, ich höre Big Daddy so ein bisschen. Ich gehe mal hier runter. Ja. Lol, da war er sogar gerade, oder? War das nur. So. Ich mache jetzt wahrscheinlich den Fehler meines Lebens. Oh Gott. Natürlich. Natürlich mache ich den Fehler und laufe in die Kamera. Mann, das wollte ich aber nicht. So, runter. So, letzte Ebene. So, machen wir hier aus. Alter, ey. Ich mache gerade den Fehler und gehe in den Maschinenraum, ey. Alter, ey. So.
Oh Gott, ich höre ihn. Ich höre ihn. Er kommt, er kommt. Haben wir hier irgendein Item? Nein, natürlich nicht. Ich glaube aber, er kommt von da. Das heißt, eigentlich könnte ich. Alter, ja, nee, ich habe keine Chance. Der kommt jetzt hier. Da haben wir die Kette. Ich glaube, ich habe keinen Platz, oder? Na, ich sammle die Kette mal auf, aber ich bin gleich tot. Ich sehe das schon. Ich sehe das schon. Nein, 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 komm, komm, rein. New Objective. Ja, schön. Ich muss kurz mal die andere Hand kurz benutzen, aber ich hatte meine andere Hand dann weg von der Maus. Und zwar, ich habe halt das Sneaken nicht umgestellt. Das hätte ich auf STRG noch hier stellen müssen, auf das andere STRG. Na gut, oh Gott, ey. Er ist da. Hallo, Big Daddy. Alter, ey. Ich habe jetzt so ein großes Problem, einfach weil ich überhaupt nicht weiß, wo er ist und ich kann halt auch nicht gucken, weil ich bin halt einfach zu lahm dafür. Scheinbar ist er aber gerade auf der Ebene hier. Ach Gott. Ich hätte niemals in den Maschinenraum gehen dürfen. Das ist mein Ende. Wobei eigentlich ist alles mein Ende. Ich guck mal kurz. Hallo? Da ist er. Verdammt, das schaffe ich nicht mehr rechtzeitig, oder? Warte, hier ist mein Ding. Lol, er geht wieder? Nee, er geht im Kreis. Jetzt geht er wieder runter, oder? Alter, was ist mit dem? Er ist halt typisch Big Daddy, ne? So ein paar Umwege zu gehen. Ja, kommt er jetzt? Ja, natürlich. Er kommt. Okay, gut. Ich muss mich hier leider verstecken. Ich kann halt nichts anderes machen, ne? Ich hoffe mal, der sieht mich jetzt nicht. Wenn er mich hier rausziehen sollte, dann bin ich halt tot, ne? Hallo? Er läuft da hinten die ganze Zeit rum. Das heißt, er kommt nicht her. Aber ich bin tot, oder? Er geht nach unten. Er geht nach unten. Oh ja, ich kann versuchen, hier wieder wegzukommen. So, und go. Oh Gott, er ist nach unten gegangen. Nein, komm. Hier einmal ausmachen. Oh ja, das hat mir jetzt das Zeitfenster gebracht, in dem ich jetzt flüchten kann. Aber ich kann halt trotzdem nichts machen, ne? Ich guck mal hier nach einem Raum. Hier haben wir einen Raum. So, und da kommt er direkt schon wieder nach oben. Ist schön. Nein. Mist, meine Maus, ey. Und nach oben. Jetzt hier wieder mit Vollgas nach oben. Alter, der holt mich doch schon so auf. Meine Güte. So. Noch eins. Oh Gott, Alter, der ist wütend. Mann, wie soll ich das schaffen? Nein, komm. Oh Gott. Warte, ich geh mal hier rein, ey. Alter, das packe ich niemals. Das werde ich niemals packen, ey. Oh Gott, okay, also Maschinenraum, keine gute Idee. Alles, was mit Treppen zu tun hat, keine gute Idee. Alles, was mit einer Hand zu tun hat, keine gute Idee. Ist er weg? Scheint weg zu sein. Nein.
Ach, na gut, okay. Also ich habe zwei Teile für das U-Boot. Zwei Teile. Das sind schon mal mehr, als ich erwartet hätte. Aber trotzdem, ich brauche halt noch das Schweißgerät. Und das Schweißgerät ist halt nun mal meistens im Maschinenraum. Meistens so auf dem zweiten Deck. Aber da komme ich halt nicht hin. Da bin ich nie und im Leben. Nie und im Leben, meine Güte. Nie im Leben. So. Will ich nie im Leben hinkommen. Ach Gott. So, und jetzt wieder die schöne Technik. Warte, ich drehe mich mal hier um. So. Dann sehe ich wenigstens die Aufgänge sozusagen. So. Auf der untersten Ebene. Haben wir hier irgendwelche Räume, bitte? Sieht nicht danach aus, oder? Nee, leider nicht. Schade. So. Schnell dem Gas ausweichen. Hier haben wir aber einen Raum. Komm, bitte. War hier Big Daddy drinne? Hier war scheinbar Big Daddy drinne. Schweißgerät. Mist. Nein, komm. Na gut. Ich muss die Teile einsetzen, sonst habe ich keinen Platz. Hier. Einsetzen. Danke. Und hier, Teil einsetzen. Und Big Daddy im Anmarsch. Oh Gott. So, weg hier. Alter, ey, meine Güte. Ich habe keine Sicherung mehr. Wieso habe ich keine Sicherung mehr? Hä? Oder habe ich die am Anfang gar nicht aufgesammelt? Ich habe die am Anfang nicht aufgesammelt. Oh Gott, bin ich blöd. Ich stelle mich mal hier ganz an den Rand. So. Alter, das gibt's nicht. So, okay, nochmal Big Daddy herlocken. Okay, er kommt nicht. Doch, da kommt er, sehr schön. Komm her. So, er geht gerade die Treppen runter. Das heißt, er war entweder auf Deck 2 oder 3. Komm her. Ja, du magst doch die Musik, oder? So, jetzt gleich wieder wegrennen. So, und go. Oh Gott, und? Alter, bin ich lahm. So, und wieder hier entlang. Diesmal nicht an der Wand hängen bleiben. Warum gehe ich hier entlang? Ich weiß es nicht. Oh Gott, oh Gott. Na, komm, komm, komm. Alter, ey. Oh, ein Benzinkanister. Woher kommst du denn? Ich nehme mich mal gleich mit. Ist der durch die Welt gefallen? Könnte sein. Das passiert manchmal. So, Maschinenraum bin ich hier, ne? Ja, doch. Dürfte Maschinenraum sein. Da gehe ich nochmal rein. Und zwar, ich will das Schweißgerät haben. Ich will es einfach haben. So. Es könnte natürlich jetzt mein Tod sein. Es wird höchstwahrscheinlich mein Tod sein. Aber egal, ich will das haben. So, und einmal runter. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich mich umdrehe, bin ich immer noch schneller, als wenn ich rückwärts gehe. Weil der Typ einfach so lahm ist. So. Aufmachen. Erstmal in die sozusagen Sackgassen gehen. Beziehungsweise in die weniger tollen Versteckmöglichkeiten. Da haben wir ein Radio. Brauche ich ein Radio? Nee, dann bin ich voll. Ah, ich nehme es trotzdem mal mit. Ah, ich höre schon wieder ein bisschen Big Daddy. Ist hier was? Nein. Wenn hier jetzt halt Big Daddy kommt, ich bin instant tot. Das kann ich euch jetzt schon sagen, weil hier gibt es nicht genug Möglichkeiten, sich sozusagen zu verstecken. Oh mein Gott.
Oh mein Gott. Ich habe alle Teile. Wenn ich das schaffe, ey. Holy shit. Ich brauche nur ein bisschen Glück. Ich brauche nur ein bisschen Glück. Ganz kleines bisschen Glück. Bitte. Ich höre ihn. Oder? Ja, ich höre ihn. Scheiße. Nein, ich bin tot. Fuck. Fuck, Maus verrissen. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 komm schon. Nein, 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 oh Gott. Alter. Nein, 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 mein Herz. Nein, 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 nein. Komm, komm, komm. Runter, runter, runter. Ab auf Ebene 2. Oh Gott, weg hier. Alter, was ist los? Oh Gott. Ihr wisst nicht, wie ich mich gerade fühle, ey. Holy shit, ich hab's überlebt. Wie zum Teufel. Bin ich hier beim U-Boot? Nein, bin ich natürlich nicht. Ich muss nur eine runter. Alter. Ich sag ja, auf Treppen habe ich keine Chance, aber so habe ich eine Chance. Holy shit, warte hier. Enter. Alter, Alter. So, das kann weg. Jetzt brauche ich nur noch die Sicherung. Oh Gott. Alter. Das müsst ihr echt mal machen. Versucht mal, von einem Monster zu flüchten mit nur einer Hand. Erst recht, wenn es dann noch Big Daddy ist. Wobei Fiend würde auch ziemlich ekelhaft sein. Warte. Bin ich auf der richtigen Etage? Warte, ich muss kurz gucken. Deck 3, ja. Hier bin ich irgendwo gespawnt, ne? Muss gucken, wo war der Spawnraum? War der hier? Nee, hier war der nicht. Der war hier. Alter, ich zitter gerade so ein bisschen. War der da? Bitte sag mir, der war hier, bitte. Ich glaube, das ist er. Ja, ja, da ist die Sicherung. Jetzt muss ich es nur noch schaffen. Das wird das Schwierigste sein. Das kann ich mal hier droppen. Das auch. Das auch. Ich bräuchte eigentlich einen Feuerlöscher oder so. Das wäre noch eigentlich das Sicherste. Ja, ich glaube, ich hole mir erstmal nochmal einen Feuerlöscher. Alter, ich kann es schaffen. So, so, erstmal auf die andere Seite Feuerlöscher holen. Holy shit. Alter, echt, gerade eben in dem Maschinenraum, ich dachte schon, ich bin tot. Ich habe sozusagen schon meinen Tod gesehen. Na komm. Oh Gott, man sieht nichts. Jetzt sieht man wieder was, okay. Bitte, Big Daddy, sei nicht da. Ich brauche nur einen Feuerlöscher. Ich habe irgendwo schon Feuerlöscher gesehen, ja. Aber ich würde gerne versuchen, irgendwo hier hinten einen Feuerlöscher zu bekommen. Wo er mich nicht direkt sieht. Da ist eine Kamera, verdammt. Ah, wo haben wir einen Feuerlöscher? Hier einen. Na Mist, jetzt kommt die Kamera zurück. Ich würde gerne, wenn die Kamera... Warte, ich guck mal. Na shit, die sieht mich ja sowieso. Okay, hier ist also keiner. Verdammt. Wo ist ein Feuerlöscher? Komm.
Man hört ihn. Man hört ihn. Wo auch immer er ist irgendwo in der Nähe. Verdammt. Ich will eigentlich einen Feuerlöscher, Mann. Verdammt. Oh, das ist jetzt blöd. Na gut, dann muss ich es halt leider ohne Feuerlöscher machen. Oh, das ist echt blöd. Mit Feuerlöscher fände ich es halt noch ein bisschen sicherer, weil ich muss ja dann später auch noch den Wagen so ein bisschen hin und her manövrieren. Ich hoffe mal, Big Daddy backt sich da ein bisschen fest, ansonsten werde ich wieder, ja, mal sehen, ein paar Probleme haben, oder? Mal sehen, so. So, immer so im Kreis hier, juhu. Alter, ey, dieser Challenge, ey. Ich hätte echt nicht gedacht, dass wir so weit kommen. So. Und rein hier. Der Wagen wird halt wirklich das Problem. Ich muss gucken, ob ich den so überhaupt steuern kann. Oh Gott, so. Einsetzen. So. Challenge kann beginnen. Launch sequence initiated. Sealing room doors. Pressurizing room. Da ist er, okay. Ich habe eine gute Chance. Ich habe eine gute Chance, ey. Alter. Komm, geh. Ach du meine Güte, ich muss da nur noch rechtzeitig da hochkommen. Fuck, ich glaube, er ist da. Nee, doch, da ist er. Nee, er ist weitergegangen. Ja, ja, komm. Oh mein Gott, komm schon. Okay, er geht noch eins weiter. 50% haben wir schon. Oh mein Gott. Okay, er dreht wieder um. Wo ist er? Da ist er. Oh Gott, ja, okay. Er hat sich nicht irgendwie festgebackt und ist dann doch in die andere Richtung gelaufen. Komm schon. 75% haben wir schon. Oh mein Gott. Okay, er geht nochmal nach da. Das heißt hier, den Wagen. Oh, jetzt muss ich einfach nur schnell sein. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Alter. Oh mein Gott. Holy shit. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott, einfach nur übelst geil, Alter. Erstmal, The Fail HD LOL, vielen Dank für diese einzigartige und krasse Challenge. Alter, ich muss echt sagen, das
Holy shit, ey. Ich weiß jetzt nicht. Ich hoffe mal, ihr glaubt mir das sozusagen, dass ich hier die ganze Zeit nur mit einer Hand gespielt habe, denn ich hatte jetzt irgendwie keine Lust, hier so eine Art Handcam einzubauen, weil dazu müsste ich hier noch überall beleuchten, damit man was sieht und keine Ahnung, meine Tastatur ein bisschen entstauben und so weiter. Dann hatte ich jetzt eigentlich keine Lust drauf, aber holy shit, ey. Ich sag euch das hier mit diesen Controls. Man hat eine generelle Chance. Ich mach das jetzt wieder aufs Normale. Aber holy shit, ey, das war echt mal. Krass, ja, deswegen sag ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr weitere Challenges habt oder so, gerne ab in die Kommentare. Ihr könnt gerne das Video bewerten und wir sehen uns bei der nächsten Folge, beziehungsweise bei der nächsten Challenge von Monstrum. Tschüss.